Nächster Redner ist der Kollege Fritz Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also wenn man von der Linken und der PDS mal konkret hören würde, wie sie sich vorstellen, dass der internationale Terrorismus effektiv bekämpft werden kann und wie sie sich vorstellen, dass unter den Bedingungen, die jetzt im Land herrschen, in Afghanistan die zivile Gesellschaft gestärkt werden kann und der Staat aufgebaut werden kann, dann würden Sie ja Glaubwürdigkeit gewinnen. Aber dazu sagen Sie in diesen Debatten immer nicht. Ich will für meine Fraktion sagen, dass wir zum deutschen und internationalen zivilen, auch militärischen Engagement in Afghanistan im Grundsatz stehen. Wir stehen zu ISAF als der klassischen Verbindung von militärischer Sicherheit auf der einen Seite und von zivilem Aufbau und Nation Building auf der anderen Seite. Wir haben jetzt mit der Entscheidung, die uns die Bundesregierung vorlegt, mit der Frage, ob man dieses ISAF-Mandat um einen Tornado-Einsatz von 6 bis 8 Tornados ergänzen soll, eine schwierige Situation. Und die will ich erläutern. Schwierige Situation, weil nicht ganz klar ist, und das ist die Prüffrage, Herr Heuer, nach der meine Fraktion nächsten Dienstag endgültig entscheiden wird, ob bei dem, was in Afghanistan bei ISAF geschieht, tatsächlich der viel diskutierte Strategiewechsel stattfindet oder ob er nur auf einer verbalen Bekundungsebene sozusagen PR-mäßig, proklamatorisch geschieht, aber vor Ort tatsächlich da, wo die Menschen sind, auch wirklich umgesetzt wird. Das ist die schwer entscheidbare Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen haben wir in der Fraktion, wenn wir heute eine Fraktionssitzung gemacht haben, Leute, die sagen, ich bin für ISAF und diesen Grundansatz von ISAF, die aber skeptisch sind bei der Frage, ob mit den Tornados unter den jetzigen Bedingungen dieses verstärkt werden kann. Und wir haben Leute, die sagen, jawohl, wir unterstützen dies, weil wir die Hoffnung haben, dass wir auch in dem Lauf eines Strategiewechsels sind und vielleicht sogar mit so einem Einsatz den Strategiewechsel auch stabilisieren und stärken können. So ist bei uns die Lage. Und ich fordere die Bundesregierung auf, in dem, was sie heute hier tun und was sie im Ausschuss tun, deutlich zu machen, in welcher Weise, und da habe ich zu wenig gehört, diese Bundesregierung durch unser nationales Engagement, aber auch international auf der Ebene der NATO oder in bilateralen Gesprächen etwa mit den Amerikanern, diesen Strategiewechsel wirklich effektiv und tatsächlich voranbringt. Da müssen wir abschichten, Herr Verteidigungsminister. Es fällt meiner Fraktion manchmal schwer, dass wir viele unsinnige Begründungen hören, auch für den Tornado-Einsatz, die es ja tatsächlich nicht sein können. Manchmal hatte man so den Eindruck nach dem Muster, lasst uns schnell Ja sagen, damit wir nicht als Deutsche vor Ort mit Soldaten im Süden mehr tun müssen. Das ist natürlich keine Begründung für einen Tornado-Einsatz, über den das Parlament abstimmen soll, sondern eine Ausrede für eine grundsätzlichere und schwierigere Debatte. Das ist das Erste. Als Sie, Herr Verteidigungsminister Jung, gesagt haben, damit könnten wir 2000 talibanische Selbstmordattentäter oder potenzielle Selbstmordattentäter bekämpfen mit dem Tornado-Einsatz, aufklären, dann war das natürlich ein blanker Unsinn. Sorry, das war ein blanker Unsinn. Sie können vielleicht Bewegungen der Taliban und Veränderungen im Land, im Süden, im Osten beobachten und damit mehr Sicherheit schaffen für die ISAF-Truppen und vielleicht auch für den zivilen Aufbau. Aber Selbstmordattentäter können Sie mit den Tornados nicht in der Weise identifizieren. Das halten wir für einen blanken Unsinn. Und deswegen sollten Sie die Öffentlichkeit mit solchen Begründungen auch verschonen. Frau Bundeskanzlerin und Herr Außenminister, wenn der Strategiewechsel tatsächlich sein soll und tatsächlich stattfinden soll, dann sehen wir auch einen Beitrag, den die Tornados dabei leisten können. Aber da müssen wir über andere Punkte reden. Erstens über die Polizei. Wir sind beim Polizeiaufbau, für den wir ja verantwortlich sind, die Deutschen, nicht so weit, wie wir es sein müssten. Wir haben zu wenig Polizeiausbilder mit den 42 Leuten, die wir dort haben, im Land. Meine Fraktion hat eine Verdreifachung gefordert. Sie haben darauf bislang nicht reagiert. Jetzt höre ich
Frau Bundeskanzlerin, dass europäisch mehr gemacht werden soll auf der Polizeiebene. Dann liefern Sie nächste Woche im Ausschuss konkret, wie dies geschehen soll, sodass die Überzeugung deutlich wird hier, es ist effektiv eine Verbesserung des Polizeiaufbaus und nicht nur so Letter of Intent und Proklamation, sondern tatsächlich, dass hier mehr gemacht wird. Zweitens, ich höre von der Bundesregierung kein überzeugendes Konzept bei der wichtigen und entscheidenden Frage der Drogenbekämpfung. Die Vorstellung, man greift aus der Luft die Drogenfelder an, ist bei einem Land, dessen Ökonomie tief durch Drogenökonomie gezeichnet ist und gekennzeichnet ist, zu wenig. Das ist keine einfache Antwort, wie man da geben kann. Aber wir müssen arbeiten, auch das würde Glaubwürdigkeit bringen, an einem Konzept, das die internationalen Partner von ISAF gemeinsam tragen und nicht der eine sagt so und der andere sagt so. Drittens, wir müssen mehr für den zivilen Aufbau tun. Da höre ich jetzt, dass die Bundesregierung 10 Millionen zusätzlich zu den 80 Millionen dazu geben will, das ist gut, aber ich will doch die Frage stellen und die Behauptung aufstellen, es ist zu wenig. Die Kanadier haben um 200 Millionen erhöht, die Amerikaner viel, viel mehr. Und viertens die Pakistan-Frage, da würde ich gerne, Herr Außenminister, von Ihnen im Ausschuss oder hier an dieser Stelle klar wissen, welche Initiativen Sie anregen, damit Pakistan aus dieser Twitter-Rolle, das Land, das vorgibt, die Terroristen zu bekämpfen und sie andererseits unterstützt, auch durch internationalen Druck rauskommen kann. Ich komme zum Schluss. Stärken Sie die Perspektive des Strategiewechsels und umso klarer kann die Unterstützung in diesem Haus sein. Meine Fraktion bekennt sich zu ISAF, hat unterschiedliche Positionen noch, ob die Frage der Tornados richtig ist oder nicht. Es liegt an Ihnen, die Bedenken auszuräumen, aber mit klaren Konzepten und Begründungen. Vielen Dank.